Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Heute kam Episode 2 raus. Wenn ihr das anguckt, dann war das gestern oder auch eventuell schon länger her, ich weiß ja nicht. Und ich habe mir eigentlich überlegt, will ich das gleich spielen oder warte ich einfach und foltere mich noch ein bisschen länger, damit es bis zur dritten nicht so lang dauert. Aber ganz ehrlich, warten müssen wir so oder so und ich bin neugierig, wie es weitergeht. Episode 2, schöne neue Welt. Das ist jetzt tatsächlich das hier. Ich mache jetzt mal einfach Episode beginnen. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Und ich fange jetzt nicht wieder bei 1 an. Langsam fliegt der Rabe. Previously on Life is Strange Before the Storm. Perfekt. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Wir erinnern uns. Ich erinnere mich, ihr sicher auch. Das ist doch der Direktor. Und ein Rabe, klar. Ja? Nein? Wir warten auf... Oh. Eltern. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... Just... Sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect okay. is violated... Reality check time. Yesterday when did actually happen. Disregarded. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Nicht sagen. Versauen Sie es nicht. Ist das rhetorisch? Das ist jetzt alles nicht so gut. Was hatten wir denn für eine Abmachung? Wissen wir das zufällig noch? Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich es nicht. Und ich habe jetzt die Episode nicht nochmal gespielt, weil ich über kleine Probleme gelesen hatte, wenn man einfach das Ganze nochmal gespielt hat. Nicht sagen, versauen Sie es nicht, ist das rhetorisch? Ich glaube fast, die Klappe halten wäre jetzt am vernünftigsten. Ist immer schwierig. Ich meine, ich versuche ja immer mir vorzustellen, was Chloe in der Situation tun würde. Und eine flapsige Antwort wäre jetzt natürlich durchaus eine Möglichkeit. Andererseits, wenn die Eltern da stehen und wir Rachel mit reinziehen, weiß ich nicht, ob wir da jetzt wirklich den Clown spielen würden oder ob wir nicht einfach uns bewusst wären, dass es durchaus eine ernste Situation ist, in der man vielleicht nicht noch zusätzlich versuchen sollte, den Direktor der eigenen Schule gegen sich aufzubringen. Also würde ich doch mal sagen, ist das also nicht sagen wäre jetzt so ein bisschen das störrische Schweigen. Wie ich erinnere mich nicht, versauen Sie es nicht, wäre so ein bisschen, ich mache mich drüber lächerlich. Und für mich ist so dieses, ist das rhetorisch nach dem Motto, ich versuche es mit Humor zu sehen, dass ich keine Ahnung mehr habe. Ich nehme jetzt einfach mal, ist das rhetorisch. Are you asking or is that rhetorical? Disrespectfulness. Okay.
Nicht we gut. agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students. Was? Victoria Chase. Wie bitte? Moment mal. Ah, richtig, ja, wir haben ihr etwas gesagt, aber ja, sie hat abgeschrieben. Ich sehe das jetzt mal gar nicht ein, dass wir hier die Schuld auf uns nehmen. Wenn die von uns abschreibt, das petzen wir. Einfach nur, weil es bei jedem anderen würde ich vielleicht ein Auge zudrücken, aber nicht bei dieser kleinen Schlange. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero-tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well. Yeah, I bet. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. Was? And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. Nein? The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Also ganz ehrlich, Wells ist gerade der unsympathischste Direktor, den ich je erlebt habe. Denn es klingt tatsächlich so, als würde er uns dafür verantwortlich machen, dass wir Victoria sozusagen eine Antwort gegeben haben. Das würde ich noch nicht mal sagen, ich würde es noch nicht mal so werten, dass wir ihr Stoff für ein Plagiat in die Hand gedrückt haben. Sie hat uns um einen naturwissenschaftlichen Rat gebeten und wir haben ihr den gegeben. Sie hat den Fehler gemacht, nicht zu überprüfen, ob wir ihr die Wahrheit gesagt haben. Das heißt, eigentlich ist in meinen Augen Chloe nicht schuld, denn sie wäre nur dann schuld, wenn sie, also meiner Meinung nach wie immer, wäre ihr eigentlich nur dann schuld, wenn sie ihr tatsächlich diese Hausaufgaben gemacht hätte und dann gegeben hätte, mit dem Wissen, die wird das jetzt als ihre eigene Arbeit ausgeben. Aber einfach nur zu sagen, ah, das war das und das und das, ist meiner Meinung nach einfach nur Schüler sprechen über ihre Hausaufgaben. Wenn es eine dann nutzt, kann ich ja nichts dafür. Und dass jetzt Nathan uns als Mobber darstellt, obwohl wir ihm geholfen haben und der andere ungeschoren davonkommt, klingt jetzt schon so ein bisschen wie, ja, die reicheren Kids mit den einflussreicheren Eltern, also die können wir ja nicht so hart bestrafen, aber da deine Mom nur im Diner arbeitet und du sowieso ein Störfaktor bist, nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit, um dich loszuwerden, weil darauf warte ich sowieso schon eine Weile. Ging nur so schlecht wegen deinem Dad und seinem Tod und so und jetzt ist perfekt. Mama beschwichtigen, Wells beruhigen. Ganz ehrlich, Wells kann mich gerade mal. Mom, you know this is all bullshit, right? I'm beginning to suspect that myself. Danke. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. Ja, ja. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. Mm-hmm. I have no choice I but made to her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day.
I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Oh, das ist so lieb. Und eigentlich würde ich jetzt ja sagen, ich lasse nicht zu, dass sich jemand anderes für mich opfert, aber ich würde mal sagen, weil es Rachel ist und ich hundertprozentig sicher bin, dass Rachel als Vorzeigeschülerin von Blackwell keinen Ärger bekommt und es uns nicht nachträgt, wenn wir jetzt einfach sagen, natürlich nehme ich dir das nicht übel. Und ich Angst habe, also eigentlich würde ich jetzt sagen, wofür? Da gibt es nichts zu verzeihen. Ich habe es gern gemacht, aber ich glaube, das wofür ist dann widerlegen wir ihre Geschichte. Also sage ich ja, natürlich vergebe ich dir. Wir sind Freunde und... Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Oh, yeah. Miss Price? Schwachsinn? Okay, na gut. Ich bin versucht, die Gewissensbisse Rachel damit reinzureiten, aber andererseits, ich bin eigentlich absolut dagegen, die Schuld auf andere abzuwälzen. Das Problem an der Stelle ist nur, wenn wir uns mal kurz in diese Situation hineinversetzen. Was Rachel sehr wahrscheinlich bekommt, ist vielleicht eine kleine Suspendierung, ein kleiner Eintrag in der Akte. Nichts, was sich nicht durch ihre herausragenden Leistungen wieder ausbügelt. An der Stelle, wenn wir jetzt mal einfach ausblenden, dass wir wissen, dass Chloe von der Schule fliegen wird, bedeutet es, wenn sie jetzt sagt, nenn es Schwachsinn, ich bin genauso abgehauen, ich werde es vermutlich auch ohne Rachel gemacht, würde es bedeuten, wir fliegen von der Schule und versauen uns unsere Zukunft. Und in dieser Situation, wenn uns da jemand schon sozusagen den Rettungsring mit Gewalt über den Kopf rammt und unsere Arme an den Körper presst damit wir auch bitte, bitte jetzt einfach Ja und Amen sagen und mitspielen, würde ich sagen, okay, na gut, ja. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Außerdem, Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Sie weiter anspornen. Ich glaube, wir genießen gleich einfach die Show. Was ich aber sagen wollte, es war ja grundsätzlich tatsächlich Rachels Idee, die gemeint hat, lass uns die Schule schwänzen. Wir haben uns in keinster Weise dagegen gewehrt, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber sie ist tatsächlich nicht ganz unschuldig. Und ganz ehrlich, allein schon wie dieses Gespräch hier klingt, mit diesem, sind sie sich sicher, dass sie nicht angestiftet wurden? Und die Eltern dann, Ray, das kannst du doch nicht. Zeigt eigentlich tatsächlich schon, dass Wells extrem voreingenommen ist. Und dass er immer noch versucht, selbst wenn Rachel jetzt sagen würde, ich habe sie mitgeschleppt, es war meine Schuld, ich habe ihr, keine Ahnung, irgendeinen Knüppel über den Kopf gezogen und sie verschleppt, dass er selbst dann versuchen würde, vermutlich, einen Grund zu finden, das ganze Chloe in die Schuhe zu schieben. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ist es ein Ausnahmefall, in dem es in Ordnung ist, dass jemand anderes die Schuld für etwas auf sich nimmt, an dem wir wirklich nicht nur ein bisschen beteiligt waren, aber auch wirklich nur in dieser Situation. Denn sonst würde ich sagen... Tut das nicht. Lasst es auch nicht zu, dass andere Leute für euch den Kopf hinhalten. Aber das ist, glaube ich, so eine besondere Situation, wo einfach jemand versucht wird, zum Opfer gemacht zu werden, wo es wirklich schon über das normale Maß hinausgeht. Vor allem, wenn es von einer Person ist wie einem Schuldirektor, der eigentlich neutral eingestellt sein sollte und der nicht versuchen sollte, einfach nur Schüler loszuwerden, die ihm nicht gefallen. Und ich merke schon wieder, ich plapper schon wieder viel zu viel und spiel zu wenig. Wir genießen die Show. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it?
Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. Oh, nein. No. Was sind Sie verrückt, die Vorführung aus heute Abend? Ich bin sehr froh, dass wir das da gerade wieder sprechen können. Ich überlege gerade, was am ehesten dazu führt, dass wir Rachel vielleicht doch noch... Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, den Direktor jetzt als verrückt zu bezeichnen. Deswegen, ich versuche mal sachlich zu bleiben, denn ich glaube, egal wie Teenager wir gerade sind, Chloe ist ja nicht dumm. Ich glaube, das ist was manchmal... Teenager handeln ja manchmal impulsiv und sie ist sicher nicht die rationalste Person, aber sie ist nicht dumm. Und ich glaube nicht, dass sie eine dumme Person ist, die jetzt wirklich auf die blöde Idee kommt, in der Situation, wo sie gerade noch der Suspendierung von der Schippe gesprungen ist, dank Rachel, dass sie jetzt Wells fragen würde, ob er eigentlich nur alte Tassen im Schrank hat. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Hallo? Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you think, Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please, don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Oh, nee. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. Nah. That is what such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. Ich bin gerade froh, dass das hier nicht getimed ist, aber warum wird er denn jetzt unsere Zukunft immer noch hier besprechen? Rachel zustimmen? Schuld auf dich nehmen. Okay, wisst ihr was? Es wird nachher Aussage gegen Aussage stehen und nachdem er jetzt gerade so ist, sagen wir jetzt einfach mal, ich bin heute sowieso ein bisschen in geladener Stimmung. Ich hatte vorher, wie gesagt, ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt weiterspielen soll. Ich habe mir dann einfach vorgenommen, ich nehme die erste Gelegenheit, um zu stänkern, nehme ich auch. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Um wieder Worte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und deine Antwort dementsprechend wählen. Mit wem fahren? Das hatten wir ja schon mal und ich hab's, glaube ich, 2-3 Mal versemmelt letztes Mal, aber wir werden es schaffen. Wir werden es für Rachel schaffen. Und im Idealfall, darauf hoffe ich gerade, wird ihre Aussage gegen unsere stehen. Und er wird nicht wissen, wer tatsächlich schuld ist und muss deswegen einfach akzeptieren, dass er keinen bestrafen kann. Denn das wäre eigentlich das, was ein guter Direktor, denke ich, machen müsste, dass da er keinen bevorzugen darf. Er darf nicht einfach davon ausgehen, dass nur weil jemand in der Zukunft etwas falsch, in der Vergangenheit etwas falsch gemacht hat, dass er wieder schuld ist. Er kann aber auch nicht sagen, ich ignoriere es, dass du jetzt die Schuld auf dich nimmst. Also entweder muss er dann beide milder bestrafen und vielleicht nachgeben oder aber beide sehr hart bestrafen, was in dem Fall sehr gemein wäre. Oder aber sie kommen halt beide straffrei davon, darauf plädiere ich und hoffe ich gerade. Get your head out of your ass, Wells. Wow. You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Verantwortung, akzeptieren Sie die... Ja, Verantwortung.
akzeptieren. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Gestanden und Lüge. Klasse, Schauspieler sollten gestehen. Ja, wir gehen wieder auf Gestehen. Wells, you should confess to falling for her crap. I don't blame you, though. She's one hell of an actress. You don't have to do this. It's okay. Really. Sag mir nicht, was ich tun soll. Jedem das Seine. Wir sind keine Freunde. Ah, oder? Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf, and you're a little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Ich bereue es, soll ich schlecht machen? Lassen Sie Rachel aus. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich bereue Nathans Mobbing. Sorry, dass ich sie schlecht... Ich hab keine Ahnung. Mr. Wells, I'm sorry for exposing the flaws in your campus security. This must be very embarrassing for you. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the plane. Danke. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year. Aber? With a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. Aw. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. Warum ist es denn jetzt nichts? That is all. Nichts Good wert? Day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray. Dass sie ehrlich war. Warum jetzt? Come on, Chloe. Oh Mann. Das ist tragisch und schmerzhaft. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Oh yeah. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me, eh, Skip? Fuck 'em. Bunch of fascists. Ich find's wirklich gemein, dass Wells... Hey, just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. Oh. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Na gut. Was ich aber sagen wollte, ich fand es durchaus gemein, dass... Verwende... Ach ja, klar, die Maus, um die Kamera zu bewegen. Ich fand es jetzt durchaus gemein, dass, Wells einfach gesagt hat, er verweist sie jetzt komplett. Ich kann es einerseits verstehen, sie hat gelogen und sie hat Mist gebaut. Aber andererseits... Ich hätte jetzt einfach mal honoriert, dass sie tatsächlich, jemand hat für sie gelogen und sie hat nicht zugelassen, dass diese Person solche Konsequenzen zu tragen hat. Und ich als Schuldirektor hätte jetzt einfach gesagt, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan und würde sie dann wieder aufnehmen später. Einfach nur, um zu honorieren, dass ihr tatsächlich andere sehr wichtig sind und sie nicht einfach zulässt, dass die den Kopf für sie hinhalten. Vielleicht hätte ich das von Anfang an nicht erlauben sollen. Alright. I hid my stash behind the poster, which is behind my books. Ja, ja. Gucken wir gleich. Ich will aber erst die Sachen hier angucken. Ach, richtig. Jetzt ist es, ich will immer noch mit der Maus auswählen, aber es ist ja jetzt mit der Tastatur. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's
right before saying how I'm wasting it all. Tja, was steht denn alles Interessantes? Chloe Price Bewertung des Chemielaborversuchs vom 17. Januar. F. Das müsste eine 6 sein, oder? Das, oder ist es umgekehrt? Ich weiß es gar nicht, aber theoretisch müsste F doch ungefähr einer 6 bei uns entsprechen. Chloe, ich muss mir einen Satz von dir sehen oder du fällst in meinem Kurs durch. Die Qualität deiner Arbeit seit kurzem entspricht nicht dem Potenzial, das ich in dir sehe. Ich weiß, du kannst es besser. Ja, kann ich bestimmt, aber jetzt brauchen wir es sowieso nicht mehr. Jetzt ist echt vollends egal. Gucken wir weiter. Das Foto finde ich voll süß von der Katze. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Ja. Moral of the story, no one's ever really rescued. Armer kleiner Bongo. Das nehmen wir mit. Das lassen wir nicht hier. Erinnerungen an geliebte Haustiere und Familienmitglieder nehmen wir natürlich mit. Die lassen wir nicht an diesem Ort zurück. Ganz ehrlich, wenn ich nächstes Mal Nathan sehe, dann hoffe ich, dass wir die Gelegenheit bekommen, ihm den Hals umzudrehen. Dieser kleine Mistkerl. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Mitnehmen kann ich's aber nicht, oder? Nein, kann ich nicht. Was ist das? Ansehen, unterschreiben. Ich guck's mal an, es interessiert mich allein schon, was das eigentlich ist. Wonder who will grace this space after me. Ah, okay. Ja, dahinter lassen wir doch mal unseren Namen. Ich will sie mir noch mal angucken, kurz. Wonder who will grace Carl this space after me. Breckenridge, Leah Thompsons, Moment. Wonder who will Fred grace Trun, this space Ellie after Ryerson, me. Claren Vaughn. Klar, da unterschreiben wir. Natürlich. Das muss sein. Auch wir verewigen uns. Chloe Price. 2010, fast. Hier haben wir einen kleinen rauchenden Walfisch. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Kann ich ihr denn was hinzufügen? Nein, kann ich nicht. Schade. Wir können uns, glaube ich, mal ganz allgemein jetzt das Schließfach ansehen. Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place. Okay, die müssen wir uns nicht nochmal ansehen. Jetzt ist nur noch das Chemiebuch und wenn wir das weg haben, kommen wir sehr wahrscheinlich an den Joint ran. Maybe Cam was the class I hated the least. Oh. Ich glaube, ich würde es auch machen. Was ist das? Geometrie. Oh, Mathe. Nein, bitte nicht. Hm, if Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? Das werfen wir mit Freuden weg, glaube ich. Was ich übrigens so tragisch finde, wäre es nicht Arcadia Bay, sondern irgendeine Großstadt, wäre es vermutlich für sie gar nicht so schwierig, in einer anderen Schule unterzukommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Arcadia Bay das ja so eine Kleinstadt ist, dass das hier tatsächlich die einzige Highschool ist, auf die sie gehen kann. Alright. I hid my stash behind the poster, which is behind my books. Oder mit anderen Worten, da wir jetzt, Englischbuch, da wir jetzt rausgeflogen sind, ist unsere Zukunft tatsächlich im Arsch. Entschuldigung für die Worte. I should write a poem to mark the occasion. Something with imagery. Tja, goodbye, English Book. Wir brauchen sie ja nicht mehr. Und hier ist jetzt das Poster, hinter dem sich unser Vorrat befindet. Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Da steht doch bestimmt noch mehr als Metal drauf, oder? Wow. Manchmal frage ich mich, was das Lesen bringt. Also, es ist jetzt ja nicht so, als wäre Metal schwer zu lesen. Ich hoffe immer noch, dass wenn man auf Lesen klickt, obwohl da eigentlich nur Offensichtliches, was man sowieso schon lesen kann, draufsteht, dass man da noch irgendwie was anderes, aber natürlich nicht. Na gut, weg damit. Hilft ja alles nichts. Na, kriegen wir noch Ärger dafür, dass wir ein Joint hier lassen. Wenn dafür noch angezeigt oder so. Finally, what I actually came here for.
Gut, ist jetzt weniger auffällig, als ich gedacht hätte, aber ich traue Wells tatsächlich zu, wenn der nächste Schüler das Ding bezieht und da hinten Drogen findet, dass wir dann eine Anzeige am Hals haben. Wäre jetzt nicht so ideal. Gar nicht. Tu dir nicht weh. Jackpot. Wait. What the hell? Ja? Damn it, Justin. Oh, warte, das übersetzen wir hier mal. Chloe, hey, ich musste mir deinen Vorrat leihen. Verzweifelte Zeiten, okay? Ich verspreche, du kriegst es nächste Woche zurück, Justin. Ja, ja. Wir können es auch einmal auf Englisch lesen. Ich versuche mal, Justins Ton ganz schlecht nachzumachen. Chloe, hey, you had to borrow your stash. Desperate times, you know? I promise I'll get you back next week, Justin. Ja, ich fürchte, das mit nächster Woche wird jetzt nicht ganz so laufen, wie der gute Justin sich das vorgestellt hat. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Wunderbar. Ja, ja, ich werde mich total beeilen. Nicht. Also eigentlich ja, aber... Oh, die Musik. Ich bin begeistert. Das machen wir jetzt noch. Darf ich mir aussuchen, was wir machen? Ich glaube, das ist ein Nein. Insert alternate wells. Okay, wir genießen einfach mal die Show. Sie tobt sich kreativ aus. Ich halt einfach mal die Klappe. Kann ich bitte noch was gegen Victoria, Chase und Nathan haben? Wunderschön. Sag bitte, dass wir was... Der Blick. Ich hoffe, wir haben was Gemeines über Victoria geschrieben. Ausnahmsweise hoffe ich, dass wir gemein waren. Sehr schön. Und weil ich so viel gequatscht habe, würde ich jetzt... Normalerweise würde ich jetzt sagen, halbe Stunde um, wir unterbrechen. Aber ich habe so viel gequatscht eben. Wir spielen jetzt noch ein Stückchen weiter. Der Rucksack. Oh, an wen erinnert mich das? Oder Maske? Maske? Rucksack? An wen erinnert mich das? Das Gesicht? Yeti? Later, Skip. Later. Ich hoffe, er wird nicht genau deswegen gefeuert. Looks like David's here. Awesome. Auch richtig, Tagebuch. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way Real Max did. Okay, ich muss mal gerade gucken, bis wohin wir gelesen hatten. Hatte ich das schon gelesen? Ich glaube nicht, oder? Den ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir, ich schreibe ein Sonett. Ich weiß wirklich gerade nicht mehr, bis wohin wir es gelesen hatten. Ich glaube fast, wir haben zwei Wahrheiten und eine Lüge noch. Einfach weil ich mich an Captain Chloe Blaubarts Geisel von Arcadia Bay. Daran erinnere ich mich, glaube ich. Ich gucke einfach mal, bis wohin wir es gelesen haben und wir ignorieren das für jetzt. Wie komme ich denn nochmal zu den. Bei den Personen haben wir ja zum Glück einen kleinen Indikator, was ich noch nicht gelesen hatte. James und Rose, die Eltern.
Frank haben wir auch noch nicht gelesen, William nicht, Drew, Nathan, diesen... Wie komme ich denn nochmal zu den Nachrichten? Irgendwo müssen die doch Nachrichten... War das das hier? Nachrichten? Ah, Nachrichten. Relativ viele Nachrichten. Gucken wir uns die doch mal an. Wells. Okay. Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft. Bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culminations Staatspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Arcadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie vom oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Das ist aber schön. Und wir werden suspendiert von Rachel. Ich denke, das ist die Brandbehörde. Ich lese das von Rachel mal als letztes. Eilmeldung, Neuigkeiten zum Feuer. Arcadia Bay Forstbehörde. Arcadia Bay, Oregon, 2.02 Uhr PST. Das ist bestimmt Pacific Time oder so. Ich weiß es leider nicht. Samstag, 8. Mai 2010. Aktiver Waldbrand der Klasse D nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Siehe örtliche Medien für Straßenschließungen. Das ist schön, dass wir das alles bekommen. Dann gucken wir doch mal, was Elliot uns geschrieben hatte. Spanisch-Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh. Yo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, es ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Hey, warum warst du nicht bei Chemie? Alles okay? Yep. Was ist mit Drew gelaufen? Es heißt, du warst klasse. Yep, lass uns später reden. Okay, ab hier fängt's dann an mit den neuen Nachrichten. Heilige Scheiße, hast du Wells SMS von dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Ich glaube, das hat sich erledigt. Was hat... Ich frage mich, ob unsere Mom sich Sorgen gemacht hat, weil wir bei dem Feuer nicht da waren. Chloe, bitte. Ich versuche mal zu gucken, bis wohin wir nicht... Wir gehen einfach mal weiter nach oben. Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt, warum. Es freut mich, dass wir reden konnten. Ich glaube, ab hier ungefähr ist es neu. Ich weiß, du tust dein Bestes. Ich liebe dich. Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt, warum. Wir haben morgen einen Termin mit Direktor Wells, nicht Doktor. Du musst dich besser verhalten. Chloe? Chloe? Chloe, ich mache mir Sorgen um dich. Lass mich wissen, dass es dir gut geht, ja? Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Und wir haben tatsächlich... Ich guck mal kurz. Wow. Wir haben sie sehr, sehr lange hingehalten. Das ist nicht sonderlich nett, muss ich sagen. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder, Chloe? Wirklich? Chloe, du kannst mir das nicht immer wieder antun. Ich tue mein Bestes. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen gemein. Die Mutter kann ja auch nichts dafür. Gucken wir mal, was Rachel geschrieben hatte. Das ewige Hochscrollen ist so ein bisschen anstrengend und nervig. Ich habe es ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super. Du wurdest zur Spionin geboren. Springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Haha, währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen. Wir müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. Was wert? Wells ist scheiße. Das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Das muss gerade ganz, ganz neu sein, fürchte ich. Tja. Ich gucke mich hier mal um. Wie gesagt, ich schaue einfach mal, dass ich nächste Ankündigung... Was ist das? Max would have loved this shit. Moment. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz aufgrund der großzügigen Unterstützung. Klar, durch die Prescott-Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die die künstlerischen Talente der Schüler fördern sollen. Kunst 101 visuelle Konzepte, 102 Einführung in die Komposition, 103 Einführung in die Keramik, 201 Photoshop für Fortgeschrittene, das brauchen die Mädels vermutlich alle ganz dringend, 202 Einführung in die Charaktermodellierung und Animation, 301 Fotografie, 302 freies Lernen,
Sternchen, das Ganze ist nur auf Einladung. Besonderen Dank an Caroline Prescott. Und das mit Photoshop war jetzt eine kleine Anspielung darauf, dass eben sehr, sehr viele Social-Media-Sachen, doch seien wir ehrlich, Social-Media vermutlich genau, drogenfreie Zone, genauso gefotoshoppt sind wie irgendwelche Magazinfotos. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die gar keine unbearbeiteten Fotos mehr online stellen. Was ich ein bisschen schade finde. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Drogenfreie Zone? Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Ist es das nicht sowieso immer? Also, gotta face my mom at some point. Ah, schade. Might as well be now. Ich wollte eigentlich mich noch mal ein bisschen umgucken. Ich würde sagen, wir schauen hier noch ein bisschen entlang. Ich habe da ein aufgeschlitztes Fahrradschloss gesehen. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Das wird eine gute Idee sein. Ich traue es Wells wirklich zu, dass er das macht. Ansehen und wir können ein Graffiti drauf machen. Das ist doch super. I guess these stage lights are for the Tempest. Na gut, trotzdem Graffiti. Auch wenn unsere liebe Rachel mitspielt. What could the Tempest use more of? Hasch oder Anarchie? Ich würde sagen, wir nehmen Anarchie. All that's left is to get arrested. Yeah. Ich bin sicher, Rachel wird es zu schätzen wissen und wenn es tatsächlich Victoria wäre, dann das was wie die Raucherecke. Schön. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Ein Flugblatt? Was haben wir denn da Interessantes? No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Tritt dem Vortex-Club bei, 15.05.2010. Der Sturmparty? Müsste das nicht die Sturmparty heißen? Oder halt bei der Sturmparty? Oder natürlich, okay, es kann natürlich auch noch Anspielung sein, das Theaterstück heißt ja Der Sturm. Liest sich aber ganz ehrlich ein bisschen komisch. Blackwell Schwimmbad, alle Schüler von Blackwell willkommen. Ja, das schließt uns inzwischen aus. Macht nix, da wollten wir sowieso nicht hin. Ein Schlagloch. Ja, mei, das ist aber nicht sehr sicher hier. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Wells wird bestimmt eine Verwendung finden und sei es, dass er es für sich selbst beansprucht. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Ja, Rachel hat es vermutlich nicht sehr absichtlich gelitten. Ja, wobei doch im Grunde. Hohe Alarmstufe aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend ist Arcadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Erstens, reagiere auf einen Feueralarm unverzüglich und in geordneter Weise. Zweitens, überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Drittens, bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Arcadia Bay sicher zu halten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle hin und wieder mal auch ohne Warnung vor Augen halten sollten. Es ist, glaube ich, nie schlecht, wenn man weiß... Gotta face my mom at some point. Schade, ich wollte uns gut gucken. Es ist, glaube ich, nie sicher, wenn man bis zu einem gewissen Grad weiß, wie man sich bei Feuer verhalten kann. Oder einfach, wo man, wo vielleicht die Feuerausgänge, also die Notausgänge am Arbeitsplatz, in der Schule sind, wo man eventuell den Feuerlöscher aufbewahrt. Bei uns ist das zum Beispiel im Treppenhaus. Ich habe die zwar noch nie von der Wand genommen, aber ich wüsste zumindest, wo bei uns die Feuerlöscher sind. Und ich denke, sowas ist nie schlecht, wenn man sowas einfach mal sich angeschaut hat. Es kann immer was passieren. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Darwin's. I guess I will miss one thing about this place. Darwin is my homeboy. Moment, ich muss das mal ganz kurz nochmal angucken. Three guesses whose my bike other vehicle is, can do the castle run in less than 12 parcels. Was so ein, don't make me use my teacher voice. Science doesn't care what you believe. Wunderschöne Aufkleber. Ja, das kann tatsächlich nur ein Lehrer gehören. Ich werde auch gleich zu unserer Mutter gehen. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ahem. Ein Schinken oder ahem. Könnte auch ahem sein. Nikola T. Nikola Tesla. Das ist wunderschön. Thelma. Das könnte für Thelma und Louise stehen. Ich weiß aus dem ersten noch jedes Jim Stark. Jim Stark. Sagt mir das jetzt was? Katniss. Katniss Everdeen. Ich weiß aus dem ersten Teil noch, dass ganz viele Lord Byron, ganz viele der
der Nummernschilder der Autos hatten da irgendwelche Bedeutung und haben auf Science-Fiction-Filme hingewiesen. Hier sind es jetzt, glaube ich, allgemein literarische Werke und ich bin gerade begeistert. Deswegen müssen wir uns die mal angucken. Ich versuche mal, die Autos in geordneter Reihenfolge durchzugehen. Die nächste Folge werde ich dann einfach damit beginnen, dass wir gleich ein bisschen Tagebuch lesen. Da muss ich aber wirklich erstmal gucken, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Okay, was hat der denn auf seinem Auto stehen? Ahem. Aha. Ja, ich gehe da mal... Bigfoot-Kopf, ich wusste es doch. Okay, Yeti habe ich gesagt, aber Bigfoot. Macht Sinn, hier sind glaube ich auch die Bigfoots oder so. Aber ja, macht Sinn. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Schinken ist. So. Ein Schinken. Was haben wir da? Ein Vögelchen. Oh. Na du? Süßer? Okay. Ja. Bye. Elitist Blackwell Bird. Erinnert mich jetzt übrigens beim ersten Teil, dass da mal ein Vogel war, den wir hätten fotografieren können. Ich Nuss hab's übersehen und frage mich so, ob der wohl nochmal wiederkommt, statt dass ich einfach die Zeit zurückdrehe. Habe ich gut gemacht damals, ehrlich. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Jetzt haben wir hier drüben alles. Da ist Elliot. Ich würde Elliot gerne als letztes ansprechen und mir jetzt nochmal kurz die Autos anschauen. Habe ich das Auto schon angeguckt? Nee, aber das Poster habe ich mir angesehen. Das Auto kann ich mir auch gar nicht angucken. Ich kann mir das Grüne hier noch anschauen. Das ist ein ganz besonders hübsches Muad'Dib. Sneaky Dong. Gehört das Justin? His head much? That has to be Skip's car. Oder Skip, ja. Okay. Da vorne war da noch was? Nein. Dann gucke ich mir eben noch das Auto an und in der nächsten Folge kümmern wir. Wir gucken uns doch, da war ein Sticker drauf. Ich weiß es doch, da, Sticker. My other vehicle is drama. Lord Byron. Okay, bevor das jetzt aber noch länger wird, ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen länger, weil ich am Anfang so viel gequatscht habe. Die Bierflaschen gucken wir uns auch noch an. Und danach höre ich erstmal auf für heute. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Denn ich weiß leider nicht, wie lang die Unterhaltung mit dem guten Elliot wird. Deswegen mache ich für heute erstmal Schluss. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wie gesagt, die nächste Folge beginnen wir ein bisschen mit Tagebuch lesen. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich hoffe, ich finde tatsächlich die letzte Seite noch, die ich vorgelesen hatte. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich muss da tatsächlich erstmal kurz suchen. Was stand hier eigentlich drauf? Stagehands. Professionelles Bühnenequipment. I should probably get this over with and talk with Mom. Hier, wir gucken uns nochmal unser wunderschönes Anarchie-Ding an. I hear the lighting is super important for setting the tone. Das habe ich sonst nämlich nicht gemacht, dass wir uns die Graffitis nochmal angesehen haben. So, jetzt aber endgültig mit dem Schlagloch, das wir jetzt mal ganz kurz hinter Chloe verstecken. Mach jetzt für heute erstmal Schluss. Die Folge ist fast doppelt so lang geworden, wie ich eigentlich wollte. Aber sollte okay sein, so für den Einstieg und wie das reinkommt. Ich bedanke mich sehr, sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Life is Strange Before the Storm. Wenn wir uns Joyce und dem wie hat sie ihn immer genannt? Stiefdödel? Na, jedenfalls dem Moustache Man, dem Typ mit dem Schnurrbart stellen. Macht euch bis dahin einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Geratet nicht in Schwierigkeiten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.